Okay, dieses Special richtet sich an alle, die keine Lust haben auf zu dick lackierte Hälse, die dann bremsen, wenn man jetzt mit verschwitzten Händen versucht, die Gitarre schneller zu bespielen, heißt Speedtuning. Dafür brauchen wir ein bisschen Kreppband, ein bisschen Schleifpapier in ungefähr der Körnung 320 bis 400, ein bisschen Stahlwolle und für die richtigen Flitzefinger ein bisschen Bienenwachs. Fangen wir an, wir schauen uns mal die Rückseite des Halses an, relativ dick lackiert. Jetzt muss ich mir überlegen, von wo bis wo bespiele ich den Hals. Ich würde sagen, vom Sattel aus kleben wir jetzt einfach mal hier ein bisschen ab. Ich mache es 2 bis 3 Mal, dass ich hinterher nicht mit dem Schleifpapier dort durchkomme. An der Unterseite machen wir das genauso von dem Halsschuh aus. Gehen wir mal ein bisschen schräg zur Seite weg. Und das war es eigentlich schon mit der Vorbereitung. Jetzt kann ich das Schleifpapier nehmen und ich würde den Lack nicht komplett runternehmen. Weil wenn ihr einen Naturholzhals habt, der birgt wieder viele, viele andere Schwächen, saugt sich voll, wenn die Feuchtigkeiten sich ändern. Somit müsst ihr immer wieder an die Halseinstellung ran. Würde ich jetzt so nicht machen. Ich würde einfach nur den Lack anrauen und dann habt ihr schon das Wachsfeeling. Ich fange an, ganz leicht, ohne viel Druck, erstmal den ganzen Hals ein bisschen anzuschleifen. So, ich gehe hier an dem abgeklebten Rand relativ vorsichtig ran. Weil wenn wir hier einen sauberen Übergang haben, sieht es einfach cooler aus, als wenn ich einfach so drauf losschleife. So, jetzt könnt ihr zwischendrin schon mal ein bisschen Stahlwolle nehmen. Mit der Stahlwolle schon mal abreiben und merkt dann, wie dann ungefähr das Endergebnis sich anfühlen wird. Wow! Wenn ihr jetzt einen Naturholzhals hättet, wird dieser durch den Handschweiß und so weiter natürlich immer wieder total rau, weil das Holz anfängt, sich mit dem Schweiß vollzusaugen. Das Holz wird grau, dadurch, dass ihr euren eigenen Dreck immer in die einzelnen Poren reinreibt, was bei dieser Variante überhaupt nicht passiert. Wenn ihr jetzt irgendwie den Hals irgendwann wieder blank gespielt habt, reicht es eigentlich auch, den entweder mit Stahlwolle wieder anzurauen oder eben nochmal ein bisschen mit feinem Schleifpapier wiederum nachzuschleifen und das wieder genauso wie zu Anfang. Wenn ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen schneller machen wollt, nehmen wir ein ganz bisschen Watte, ganz bisschen Bienenwachs, wir reiben diesen drauf. Jetzt lasst ihr ihn ein bisschen liegen, Viertelstunde, halbe Stunde und geht dann nochmal mit feiner Stahlwolle ganz leicht über den Hals rüber und dann habt ihr den perfekten Flitzefingerhals, der sich genauso anfühlt wie ein normaler gewachster Hals, nur eben, dass er nicht so anfällig ist und eben auch nicht dreckig wird. Speedtuning.